Okay, alles klar. Wie eine Waschmaschine fertig, das Teil, echt. Ich muss nur nicht einmal beim Schleudergang ankommen. Wir müssen rechts weg. Rechts abbiegen. Hier rechts, das müsste glaub. Ist das der Knast? Das ist doch nicht der Knast, oder? Moment da mal. Ich weiß. F2. Rad wechseln. Wieso? Oh. Deswegen fährt sich die Kiste so scheiße. Alles klar. Das muss mir mal einer erklären, wie das funktioniert. Ich kann hinten am Bus durchs Fenster gucken. Okay. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber hey, ist egal, ist wurscht. Da steht keiner am Auto. Noch 6,4 Kilometer. Hallo? Ist ein Witz, ey. Wie beim Taxi landkartenmäßig machen können, dass man den Punkt auswählen kann, wo man die Karre hinbringt. Das wäre sinnvoll gewesen, weil man dann auch gleich sieht, wo man gerade ist und wie weit es dahin ist. Aber wurscht. Da steht ein Herr. Da steht noch einer. Hoppala. Da rennt einer von der Regierung gerade entlang. Don't shoot, I'm with you. Was seid ihr doch für Idioten? Ja, wenn ihr schon auf der Straße rumrennt, dann müsst ihr euch nicht eigentlich auch wissen, was man dafür überfahren kann. Oh Mann, du Pfeife, kannst du mir auf deiner Spur bleiben? Ich komm nicht weg hier.
kann ich nichts dafür. Kilometer noch, endlich. Fast da. Komm mir nicht in die Quere. Der Opa mit all, mit der alte Opa mit dem Sack läuft hier. Ey. Oh, es geht ja mal. No problem, guys. Here you are. Idiot, blöder Sack, du blöder Scheiß. LKW hinter mir. Mann, 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 Mann. Danach gehen wir mal in die Bar, genau. Zielvorgabe erfüllt. Jetzt hole ich mir noch meine Kohle. Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber was soll's. Ich habe zu viel eingekauft. Ich habe es mal wieder übertrieben. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Congratulations on a successful run. Here's the money. Sign here. Was krieg ich denn? 250 Pesos, das geht ja noch. Tourist? Passant. Was glotzt denn so blöd? Kann ich mich eigentlich hier hinsetzen, ne? Schade. Also gut, guck mal, was wir alles dabei haben. Wir haben Ratten dabei, 2 Stück. Wir haben Kokosnüsse dabei. Wir haben Schlangen dabei, Smaragde haben wir dabei. Da könnten wir doch mal zu diesem Fuzzi gehen und die verkaufen. Wir haben ein Tagebuch dabei, wo man uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Kann ich das... Opala. Papa hatte schon wieder recht, als er mir ausreden wollte, nach Rielia zu gehen. Warum muss er eigentlich immer recht haben? Und der Herausgeber hatte mir sogar angeboten, nach Deutschland zu reisen, um über die Dresdner Galerie zu berichten. Aber nein, ich wollte ja unbedingt... Ich wollte etwas Exotisches, etwas anderes. Wahrscheinlich werde ich diese Entscheidung mein Leben lang bereuen. Nicht nur das. Nicht nur das. Wenn du dir deine hässliche Fresse den ganzen Tag im Spiegel angucken musst. Wieso habe ich jetzt eigentlich das Teil da? Was soll ich denn damit? Ich trage ein Zeug mit mir rum. Ah, was haben wir denn? Äußeres Scharfschutzgewehr, ja bla bla bla. Die Jaguar-Klauen, 2 Stück. Die Schlangen, Adrenalin werde ich nochmal ein bisschen rein. Ah, so ist es schon besser. 107. Okay, gucken wir mal. Was wir für ein Auto kriegen, mein Castell. Hey there. Guck dir mal die Fresse von ihm an. Ja, komm. Was hast du auf Lager? Ich nehme den Castell. Goodbye. Coming. Ja. Wenigstens habe ich den Castell wieder. Ja, richtig. Das gibt sich wieder. Das bin übrigens nicht ich, der da so fährt, wie so gestört hat. Das ist Adrenalin.
Es liegt an der Droge. Man soll nicht mit Drogen Auto fahren. Unter Drogen fahren ist scheiße. Servus Jamie. Mal gucken, wo die Mafia zu Hause ist. Da ist der Typ. Pablo. Hey Pablo. Hey Pablo. Der Gringo, der Don Esteban den ganzen Ärger eingebracht hat. Wie? Er ist außer sich vor Wut. An deiner Stelle würde ich mich von seiner Basis fernhalten. Komm, ich kauf dir einen Drink. Hey Pablo, jetzt schau mich nicht so an. Ich weiß schon, dass ich hier einiges angerichtet habe, aber darum bin ich hier. Ich will den Schaden wieder gut machen, den ich dir und Don Esteban und den anderen armen Hunden zugefügt habe. Hey Pablo, don't look at me like that. Das kostet dich eine große Stange Geld, Gringo. Wie willst du denn bezahlen? Oh, glatt vergessen, ich habe überhaupt gar kein Geld. Oh, I forgot. I don't have any money, Pablo. Es ist dein Problem, Gringo. Und es ist ein ernsthaftes Problem. Ja. Habe ich eigentlich eine Waffe hier? Nein, ich kann keine Waffe zicken. Na, Spacko. Denk nicht einmal dran, hier Ärger zu machen, Gringo. Was dann? Werde mal deutlich. Don't even think of causing any trouble in here, Gringo. Ach, wer ist denn das? Alberto Caruso. Soll ich den jetzt gleich ansprechen? Nee. Obwohl. Du bist nicht von hier, oder? Wo kommst du her? Was machst du hier? I'm from Paris. I'm a legionnaire. Ich komme aus Frankreich. Meine Tochter ist irgendwo in diesem erbärmlichen Land verschwunden. Ich suche nach ihr. Ich will nicht drüber reden. Das geht dich nichts an. Bis dann. Ich komme aus Frankreich. Oh, das tut mir leid. Solche Sachen passieren in diesem Land andauernd. Aber keine Sorge, du wirst bald eine Lösegeldforderung bekommen. Dann zahlst du einfach und erhältst deine Tochter gesund und munter zurück. Das ist so eine Art Volkssport hier geworden. Ausländer entführen. Sicher? Are you sure? Natürlich, Kidnapping ist eine ganz alltägliche Sache hier, leider. Danke für die tröstenden Worte, aber auch wenn es nur um Lösegeld geht, bin ich trotzdem besorgt. Da hast du allerdings recht. Irgendjemand sagte mal, dass Relia ein so wunderschönes Land ist, dass Gott es von besonders brutalen Menschen bevölkern ließ, damit das Gleichgewicht bewahrt bleibt natürlich. Aha. Und was machst du hier? Du siehst nicht gerade aus wie ein Einheimischer oder ein Terrorist. Ich untersuche die Theorie von Nikola Tesla, Fernenergieübertragung und die räumliche Gedankenwelt, den sogenannten Mindscape. Ja. Ein Wissenschaftler also. Aber warum hier? Kann man solche Dinge nicht besser in den USA oder vielleicht in der Universität der Hauptstadt studieren? Nikola Tesla, sag bloß, du kennst den nicht. Hey, I'm all for science, but why here? Aber warum hier? Kann man solche Dinge nicht besser in den USA? Das sagt man doch schon. Keinesfalls Wissenschaftler, die wie ich radikale Theorien erforschen, haben es dort viel schwerer. An den etablierten Orten bekommen wir keine Unterstützung und werden nur ausgelacht. Hier ist das kein Problem. Und auch die bessere die Materialien und Arbeitskräfte sind hier billiger. Klingt vielleicht absurd, aber ohne Regierungsgelder kann man hier viel bessere Forschungsarbeiten verrichten. Nikola Tesla war ein brillanter Wissenschaftler. Die heutigen Wissenschaftler konnten sich seine Forschungen, Entdeckungen und außergewöhnlichen Theorien einfach nicht erklären. Sie halten ihn leider für einen Hochstapler, das typische Schicksal eines Genies. Was? Fernenergieübertragung. Das ist eine von Teslas wichtigsten Entdeckungen und sie ist vollständig dokumentiert. Er hatte ein Kernkraft gebaut, das in der Lage war, Energie in die Ferne zu übertragen. Er brachte Glühbirnen ohne den Anschluss an ein Stromnetz zum Glühen. Leider ist das Wissen darüber Mindscape.
Damit hat Tesla seine wissenschaftlichen Widersacher zum Wahnsinn getrieben. Er behauptete, dass alle Dinge, die ein Mensch erfinden kann, bereits erfunden wurden und nur im Mindscape zwischenlagern. Wenn also ein Wissenschaftler zur richtigen Zeit bemerkt, dass das Tor zum Mindscape geöffnet ist, wird er eine Entdeckung machen. Das würde auch erklären, warum viele ähnliche Entdeckungen zeitgleich an verschiedenen Orten auf der Welt gemacht wurden. Und warum hat er sich damit beschäftigt? Man sagt, dass Tesla einen Transmitter bauen wollte, um Informationen aus dem Mindscape auszulesen. Aber niemand weiß, ob ihm das wirklich gelungen ist. Seine wissenschaftlichen Kontrahenten behaupteten, dass man mit einem solchen Transmitter die Gedanken der Menschen lesen könnte. Deswegen bekam er keine Unterstützung. Und dann viel Glück für deine Forschung. Danke und dir viel Glück auf der Suche nach deiner Tochter. Nikola Tesla, 1900 noch was hat er gelebt. Die Fernübertragung erfunden. In der USA übrigens. Soll ich mit dir noch ein bisschen quatschen? Nee. It's a pity. Ja, schade, aber schau mal wieder vorbei, wenn du in der Gegend bist. Alles klar. Gesundheit. Da ist der Indio-Junge. Mit dem will ich alle quatschen. Pur El Bajon. Okay. Bajon. Konstantin Ramirez. Hallo. Hi there. Hey Gringo, gibst du mir einen Tequila aus? Luis, zwei Luis, Tequilas. Two Tequilas. Cheers, Gringo. Dein Mützchen sitzt falsch. Wer bist du? Who are you? Wer ich bin? Wer ich bin? Du machst mich wahnsinnig, Gringo. Du warst wohl auf dem Mars, oder weshalb kannst du dich an den alten Ramirez nicht mehr erinnern? Na dann schieß los, Ramirez. So, tell me like it is, Ramirez. Oh, that I can. Gut, was willst du denn wissen, Gringo? Wer du bist? Verbrechen, was kannst du mir über die hiesige Verbrechenswelt sagen? How's the crime scene out here? The crime scene? Die Verbrecherwelt, sehr witzig, Gringo. Wo gibt's denn hier noch echte Kriminelle? Das sind doch Babys. Ja, früher, da war ich ein wahrer Gesetzesbrecher. Da gab es die Black Skull Gang, die sich in den Banken bedient hat, wie es andere im Süßladen waren, Süßwarenladen, und die einen im Tresorraum so leicht geknackt haben, wie unser eins an den Briefkasten. Auf unserer Gehaltsliste stand einfach jeder, die Cops, der Zoll, das waren noch Zeiten. Aber jetzt, das sind doch alles Kindergartenkinder. Okay. Das heißt, dass ein paar Jungs vom CIA hier sein sollen. Ja, hier gibt es ein paar Jungs vom CIA. Aber wie kommst du darauf, sie Agenten zu nennen? Als ich noch beim CIA war, war das echt anders. Ich habe unter Hoover angefangen und noch heute hängt mein Foto in Langley, wo es jeder sehen kann. Diese Schlappschwänze erreichen selbst in ihren kühnsten Träumen nicht halb so viel wie ich damals. Ich habe 6 Jahre verdeckt in der UdSSR gearbeitet. Denkst du vielleicht, dass die Demokratisierung dort auch ohne mein Zutun erfolgt wäre? Niemals. Wenn ich nur darüber nachdenken dürfte, dann würde dir die Ohren glühen. Glaub mir, du würdest Bauklötze staunen. Okay, alles klar. Pass auf dich auf. Ich hab's ja immer in dem Spiel schon mit jede Menge Arschlappen zu tun gehabt, aber der setzt dem wirklich die Krone auf. Stammkast, mit dem brauche ich nicht zu quatschen. Da ist die Küche. Bist du der Koch? Ich habe keinen Hunger mehr. Tequila. Hallöchen, du liegst immer noch so faul am Boden rum und bist tot. Alles klar. Oh, hallöchen. Benimm dich, Gringo, oder ich schieß dich hier raus wie einen Korken aus einer Flasche. Was hast du zu erzählen? Hey, Gringo. Muss mal mit dir reden. Klette. Um was geht's? Wer bist du? Who are you? Verpiss dich. Doesn't matter. Egal, hörst du mir zu? What about? Um was geht's? Der Boss will mit dir reden. Geh zu ihm. Er hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Wer ist der Boss?
Und wo finde ich ihn? Wer ist denn dein Boss? Who is your boss exactly? Warum gehst du nicht zu ihm? Er sagt es dir selbst. Er braucht Leute wie dich. Und wo finde ich ihn? In the ruins. In den Ruinen, über dem Fluss. Bandit. Nur 600 Meter? Aha. Hoppa, geh weg. Wir wollten doch noch was anderes machen. Statte Herr Nia, einen Besuch ab. Der heißt Herr Nia? Ach, herrje. Schwul auch noch wahrscheinlich. Also gut, dann warten wir mal. Ah, die Kiste lenkt ja überhaupt nicht, ne? Was will der Spacko von mir? Ob das da drin ist? Nicht doch. 53 Meter diese... Ah, okay. Slow down, Gringo. Don't shoot, I'm with you. Ah, klar. Relax. He's with us. Ich glaub's auch nur selber. Guck, schau, da liegen Bananen. Ob ich mit dir checken kann? Nee. Hallo. What do you need, Gringo? Nee, du hast mich bestellt, nicht ich dich, du Arsch. Ich sehe schon, was du, was, dass ihr wisst, wie man hier schnell ein paar Dollars machen kann. Maybe we do. So what? Klar, sind ja nicht blöd. Ich würde nicht nötig, so unhöflich zu sein. No need to be rude. Why don't you just shut up? Okay. Sag hallo zu meiner Waffe. Ich bin jetzt ein Feind der Banditen. Ach nee, ich mach doch nicht, echt? Oh, guck, schau, der hat eine Spritze dabei. Cool. Ja, nix dabei. Ja, genau, richtig. Da lichten, da sind Füße. Durchsuchen, ich kann Füße durchsuchen. Auch nicht schlecht. Wo ist denn noch einer von diesen Hautdegen? Oh. F4. Ich glaube, das waren sie alle. Ich habe mich wohl geirrt. Da läuft noch einer rum. Da ist er. Aber jetzt haben wir ihn. Na du Arschlappen. Apropos, gib mir mal die Munition. Kann ich jetzt doch gebrauchen. Ich muss Geld machen. Munition sammle ich ein und Spritzen. Jawohl. Oh, die leichte Panzerung. Ich bin, glaube ich, etwas überladen. Aber nur ein bisschen. Was? Achso. Wir sind etwas leicht überladen. 74. Boah.
80. Ich muss ein bisschen was weglegen, damit wir uns wieder fortbewegen können. F2. Dann werde ich mal die Schlangen übertun. Die Ratten natürlich. Mal gucken, was wir noch so haben. Die Jaguarklaue. Ist ja nicht wichtig. Das Teil tun wir rüber. Die Kokosnüsse kann ich im Moment eh nicht gebrauchen. Die Panzerung lasse ich. Die Smaragde kann ich auch noch gebrauchen. Die Ananas können wir lieber tun. Wo fahre ich denn wieder rum, ey? Komm ich da hoch? Ja, komm ich. Also 3000 habe ich für die Smaragde ausgegeben. Mal gucken, was ich beim Händler dafür kriege. Wenn wir schon mal da sind. Mir fällt ein, wenn wir zu Don Beto wollen, müssen wir die Bootsbedienung haben. Weil schwimmen ist nicht. Jetzt verkaufe ich erstmal die Smaragde. Did you bring anything interesting? Mal gucken. Tell me, have you ever heard an Indian legend about Zenus, an old Indian relic? I'd like to find out more about it. Wait a second. There's a piece of a legend. Ich habe da etwas Legendäres in meiner Sammlung. Es ist ein Teil einer des Xenosteines. Interessiert? Ich hätte nicht im Traum daran gedacht. 7500. Nee. I don't have that much. I don't think I'll get another customer. So come. Look over here. Uh, 5270. 8700, cool. Hab ich noch irgendwas? This modern chemistry is gonna be the end of me. Hä? Hab ich jetzt eine Spritze gesetzt oder was? Okay, die haben wir los. 5200 haben wir gekriegt dafür, cool. Okay. Oh, jemand hat den Donut-Händler über den Haufen gefahren. Auch nicht schlecht. Brauche ich. Verkaufe ich hier nicht jetzt. Kriege ich zwar nicht viel, aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Also, dann kriegst du mal das drum hier. Was kriege ich denn? 38. Naja. Die Granate kannst du haben. Die Munition kannst du haben. Naja. Ist ja nicht die Welt. Was haben wir denn noch anzubieten? Möchtest du vielleicht eine Koffer kaufen? Ne? Nein, er kauft keine Koffer von mir. Ich weiß mit der Munition. Nee, lass mal gut sein. Obwohl. Ja, doch. Wir haben ja genug Munition einstecken. Du eigentlich auch. Oh, ja. Was kostet denn das drum eigentlich? Shit. Kostet alles so viel, ey. Muss ich mir später kaufen. Okay, haben wir ausgeschaltet. War ja noch was mit dem Bullen. Wenn mich da alles täuscht, Mission. Den Bootsmann habe ich in den Doktor aussuchen, den Bürgermeister. Entfernt keine bekannte Charakter.
Suche nach Finde Don Pedro. Also gut. Dann werden wir jetzt Don Pedro suchen. Und werden ihn in den Arsch treten. Ich weiß, ich habe noch Ananas dabei. Guten Tag. Ja. Trotzdem kaufe ich mir noch 10 Ananas und 20 Kokosnüsse. Oh, Spritzen. Das ist nicht schlecht. Spritzen, Spritzen, Spritzen. Okay. Können wir uns wieder bewegen? Das ist gut.